Hey guys, I'm Egan and actually I'm here in Korea. Lasst mich euch mit einem herzlichen Annyeonghaseyo begrüßen. Schön, dass ihr mich hier auf meiner Reise durch Südkoreas Hauptstadt Seoul begleitet. Here you can see my goal for today. It's the Seoul Tower. Wrong way. Yeah. Over there. Here we go. Und hier bin ich. Auf dem Weg zum Seoul Tower, welcher nebenbei der zentralste Punkt in Seoul ist und mir hoffentlich erst einmal einen guten Überblick über die südkoreanische Hauptstadt verschaffen wird. Mountains, mountains, mountains. You just have to get up. Mountains. Mein Aufstieg zum Seoul Tower, der sich auf dem Gipfel des Nam Mountains befindet, war weit, hoch und lang. Ehrlich, ich habe die Höhe des Nam Mountains mit seinen 270 Metern etwas unterschätzt. Der wunderschön angelegte Namsan Park am Fuße des Berges überzeugt mit seinen gepflegten Grünflächen und bietet Einheimischen und auch Touristen fantastische Wanderwege und Picknickplätze mit einem wunderschönen Blick auf die Skyline der Innenstadt von Seoul. Auf dem Weg nach oben kann man noch heute die Mauern des historischen und im ganzen Land verteilten Rauchsignalsystems namens Bongsudae sehen. Dies diente in der Vergangenheit dazu, um Warnungen über Gefahren oder Invasionen schnell an die Regierung nach Seoul zu melden. I've made it. I've made it. Ja, ich bin ein bisschen kurzatmig und verschwitzt, aber ich habe es hinauf bis zum im Jahre 1969 erbauten Seoul Tower geschafft, der nebenbei auch als N-Seoul Tower, YTN Seoul Tower oder Namsam Tower bekannt ist. Alle, die sich hierhin aufmachten, können sagen, dass sie den zweithöchsten Punkt Seouls erreicht hatten. Der Turm hat nämlich eine Höhe von 236 Metern, welche in vier Stockwerke aufgeteilt wurden. Diese werden von 1 bis 5 gezählt, was verwirrend ist, doch für Korea normal ist, da die meisten öffentlichen Gebäude auf die Bezeichnung des vierten Stockwerkes verzichten. Nachdem ich mich hier oben ein wenig umgesehen hatte, beschloss ich den Weg zurück zu meinem Hotel zu gehen. Aber falls ihr mal hierher kommt, könnt ihr auch gern mal die Namsam Seilbahn benutzen. Mein Hotel lag in Itaewon, welches eine beliebte multikulturelle Gegend ist und für ihr Nachtleben und deren leckeren Restaurants bekannt ist. Der Name Itaewon wurde übrigens von einem Gasthaus abgeleitet, welches sich hier zur Zeit des letzten koreanischen Königreiches befand. Die meistverzehrte und häufigste Beilage in Korea ist Kimchi. Ich schulde euch noch die Erklärung zur Nummer 4. Die Zahl 4 klingt genauso wie das Wort Tod in Hanja, das ist das koreanische Alphabet. Aus diesem Grund wird die Etage 4 oder der Raum Nummer 4 in den meisten öffentlichen Gebäuden wie Krankenhäusern übersprungen. Und es geht sogar so weit, dass einige Unternehmen bei ihren Produktionen auf die Modellnummer 4 verzichten. So guys, I'm here in Myeongdong. This is one of the famous Korean K-pop spots. Wait, I will show you. Wait. This area here. And you can see behind me. And I am here to buy, of course, some K-pop merchandise articles. So I will walk with you now the street, show you around a little bit and make your own impression. Ich war so froh, dass es trotz der abklingenden Pandemie geöffnet hatte. Mein erster Halt wurde der legendäre Burotrack Store, wo ich ein bisschen K-Pop-Franchise und auch ein paar Alben gekauft habe.
Myeongdong ist Seouls Haupteinkaufs-, Paraderoute und natürlich Tourismusviertel. Die mittel- bis hochpreisigen Einzelhandelsgeschäfte mit internationalen Marken und koreanischen Kosmetika stellten Kunden jeden Alters zufrieden. Einkaufszentren, Restaurants, Kinos, historische Stätten und so weiter verleihen dieser Gegend mit ihren Besucherzahlen von bis zu 2 Millionen Menschen pro Tag eine perfekte Mischung. Okay guys, I really should rename my documentary. Maybe in something like Egan and the Mystery of K-Pop. I don't know why, but I'm really looking around and it's not like you're supposed to think about, but you don't find any K-Pop art or whatever here right now. War ein wenig enttäuscht oder aber vielleicht einfach nur verblendet von den Medien. Mein Gedanke, egal wo, überall würde ich mit K-Pop überschwemmt werden. Ich bin auf dem Weg zu einem der Underground Shopping Center, welche man meistens in Haupt-U-Bahnhöfen findet. Das unterirdische Shopping-Tunnelsystem von Myeongdong ist erstaunlich. Praktisch kann man das gesamte Viertel durchqueren, ohne auch nur einen Schritt nach oben zu machen. Also, wer das möchte. Hier unten befinden sich so viele Geschäfte und auch ich konnte endlich ein paar weitere K-Pop-Titel von meiner Einkaufsliste abhaken. Yes! Doch erst einmal wieder hinauf ins Tageslicht. So dachte ich zumindest, denn draußen wurde es langsam dunkel und ich lief durch die fast leeren Straßen Seouls. 10 Millionen Menschen sollen hier leben, doch die Pandemie und ihre Folgen sind immer noch spürbar. Zurück nahm ich dann den Bus und lief durch Itaewons Gassen, um mir wenigstens irgendwie vorstellen zu können, wie das Nachtleben hier vorher war. Mein Plan für heute ist zum DDP zu fahren, dem Dongdaemun Design Plaza. Ich dachte, vielleicht wäre es etwas komfortabler für mich, dorthin ein Taxi zu nehmen, doch das war nicht ganz so einfach. Ich warte hier geschlagene 20 Minuten. Der Fahrer war sehr freundlich und jetzt kann ich auch verstehen, warum es so lange gedauert hat, bis endlich mein Design Plaza. I hope that I will be end up in the right place because I have a little language barrier here. Let's see. Trotz der Sprachbarriere haben der Fahrer und ich es geschafft, mich zum richtigen Ort zu bringen, dem DDP. Es fühlte sich an, als würde mich der Taxifahrer irgendwo in der Zukunft absetzen. Das Design des DDP mit seinen langgestreckten und geschwungenen Strukturen gab mir das Gefühl, als würde ich gleich ein Raumschiff betreten. Dieses Wahrzeichen von Seoul ist so beeindruckend und zu Recht ein beliebtes Reiseziel. Ich weiß, ich schwärme schon wieder. Aber das DDP ist pures Design. Es ist futuristisch und traditionell und mit vielen verschiedenen Bereichen ausgestattet, wodurch es weit davon entfernt ist, nur ein normales Einkaufszentrum zu sein. Es bietet öffentliche Plätze, Ausstellungsräume, einen Konferenzsaal, ein Designmuseum, ein Designlabor, einen Akademiesaal, ein Medienzentrum, einen Seminarraum, eine Geschichts- und ein Kulturpark, eine Designer-Lounge und einen Designermarkt. Ich bitte zu entschuldigen, falls ich etwas vergessen habe. Doch lohnt sich denn der Besuch vom Dongdaemun Design Plaza? Sagen wir es mal so. Ich habe mehr als 4 Stunden dort verbracht und konnte unseren Planeten für einen Moment verlassen und einen Blick in die Zukunft werfen. Zwischen futuristischen Gebäuden, blinkenden LED-Schildern und einem digitalen Hightech-Leben zeigt Seoul seine wunderschönen alten Paläste. Und ich kann Seoul einfach nicht verlassen, ohne einen von ihm besucht zu haben. Also machte ich mich auf zum Changyeonggung-Palast. Erbaut wurde er Mitte des 15. Jahrhunderts, in der Vergangenheit aber mehrfach zerstört und wieder aufgebaut. Der Palast wurde zu einem Park, einem Zoo, einem Museum und einem botanischen Garten. 1983 beschloss die Regierung, den Zoo und den Botanischen Garten südlich von Seoul zu verlegen. Zu seiner Zeit, also vor 500 Jahren, wurde dieser Palast für politische Zwecke des Könighauses genutzt.
Hier fanden Treffen mit Beamten, königliche Bankette und alltägliche Staatsangelegenheiten statt. Die schlichte, aber sehr schön gestaltete Haupthalle ist eine der ältesten in Seoul. Ursprünglich wurde sie als Wohnraum für Königswitwen und nicht als Thronsaal konzipiert. Doch der erhöhte Steinhof, der dreistöckige Gehweg und der riesige Innenhof unterstreicht, dass dieser Palast eines Königs würdig war. And as always, it's time to say goodbye. Goodbye, 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 goodbye. Meine letzten Schritte auf dieser Reise. Meine Erlebnisse in nur wenigen Minuten zusammengefasst. Und doch hoffe ich, euch inspiriert und fasziniert zu haben. Korea hat mich fasziniert und ich kann es kaum erwarten, bald wieder hierher zu kommen. Doch bis dahin, Annyeonghi Gaseo. Auf Wiedersehen.